lang, bis mein Kumpel blickt mich an. Ich brauche 10 Milliliter Gegengift, mach schnell, mein Fuß wird klamm. Ich blicke auf meinen Messbecher aus US-Amerika. Dort steht etwas von Flüssigunzen, mir wird plötzlich klar. Flotz, so ein Rotz, ich will endlich wieder messen können. Warum können sich die Amis denn nicht endlich mal die Metrik gönnen, die mit Mikroliter anfängt und mit Hektoliter aufhört? Es wäre so schön und einfach, weil der Flotzrotz einfach stört. Im Baumarkt kauf ich ein Brett für meinen Schrank, genau 60 cm lang, was dann passiert, ist krank. Blicke auf mein Lineal aus US-Amerika. Dort steht etwas von Inches und mir wird plötzlich klar. Ich lieg im Clinch mit Inch, ich will endlich wieder messen können. Warum können sich die Amis denn nicht endlich mal die Metrik gönnen, die mit Nanometer anfängt und mit Kilometern aufhört? Es wäre so schön und einfach, weil der Flotzrotz einfach stört. Sommerzeit, ich bade in der Hitze. Als ich schau, wie heiß es ist, muss ich noch mehr schwitzen. Ich blicke aufs Thermometer aus US-Amerika. Dort steht etwas von Fahrenheit und mir wird plötzlich klar. Fahrenheit ist nicht gescheit, ich will endlich wieder messen können. Warum können sich die Amis denn nicht endlich mal die Metrik gönnen, die bei 0 Grad Celsius kalt ist und bei 100 Grad sehr heiß? Das wär so schön und einfach und nicht so ein Metrik-Scheiße. Oh, Flotz, so ein Rotz, ich will endlich wieder messen können. Warum können sich die Amis denn nicht endlich mal die Metrik gönnen, die mit Mikroliter anfängt und mit Hektoliter aufhört? Das wär so schön und einfach, weil der Flotzrotz einfach stört.